Grüß Gott und herzlich willkommen bei Panorama, der Wochensendung von MEMA TV. Schön, dass Sie wieder Zeit haben. Wir haben einen Fassbinder und Holzschnitzer in der Südoststeiermark besucht. Wir waren beim Training der Kapfenberger Falken in der Länderspielpause mit dabei und wir berichten auch über das erste Heimspiel der ECE Bulls in der höchsten österreichischen Handballliga. Er ist Fassbinder und Porträtschnitzer und er setzt auf echte Handarbeit. Viele Prominente hat er bereits in Holz geschnitzt. Sein Name Josef Fuchs und er lebt und arbeitet im südoststeirischen Ort St. Peter am Ottersbach. Schöne Kunst mit dem Naturprodukt Holz. Etwa 100 Kilometer Luftlinie von Bruck liegt in der Südoststeiermark der Ort St. Peter am Ottersbach. Zu finden ist dort mit genauer Adresse Wiersdorf 24 der Fassbindermeister und Porträtschnitzer Josef Fuchs. Das Besondere an seiner Kunst ist, dass er in echter Handarbeit Porträts von bekannten Politikern schnitzt. Man kann also sagen, steirische Politiker sind aus gutem Holz geschnitzt. Derzeit in Arbeit ein Fassrelief mit dem Konterfei des steirischen Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer. Es ist schon faszinierend, was Josef Fuchs hier zutage bringt. Nachdem die Produktion von Holzfässern eklatant zurückgegangen ist, machte Fuchs aus der Not eine Tugend und hat es mit seinem Einmannbetrieb zu, man kann sagen, weltweiter Anerkennung gebracht. Josef Fuchs wurde auch durch einige TV-Präsentationen einem breiten Publikum bekannt. Mit Fug und Recht kann man behaupten, das, was Fuchs macht, ist nicht nur präzises Handwerk, sondern Kunst. Ich schnitze hauptsächlich Porträts für Geburtstagsjubilare und oder verdiente Gemeindebürger oder Vereinsobmänner und so Sachen. Form Lindenholzbilder, hauptsächlich für Jubiläen. Für seine Porträts verwendet der Schnitzer hauptsächlich Lindenholz. Ja, da eignet sich das Lindenholz am besten, weil das viel reiner ist, nicht so viel Fasern hat und es ist leichter zu arbeiten. Und das verwendet man für Bilder und für ein Fass muss man eigentlich ein Eichenholz verwenden, weil da Wein gelagert wird drinnen. Ne? Sie haben ja ein ganzes Feld von Instrumenten hier auch in der Werkstatt liegen. Brauchen Sie die alle? Ja, die Schnitzmesser, die ich da verwende, brauche ich jetzt als einzelne. Ja, für der Geißfuß zum Beispiel für die Haare und die größeren, das Schweizer Messer zum Beispiel dann für den Hintergrund, für die grobe Arbeit, was rausgehauen wird und so. Ne? Womit fangen Sie eigentlich an, wenn Sie sagen, jetzt werde ich den Landeshauptmann schnitzen? Ja, da wird zuerst einmal das Ganze entworfen und auf das Fass aufgezeichnet. Dann wird der Hintergrund rausgehoben und die Tiefen hergestellt und dann beginnt man von oben herunter zu modellieren. Die Nase ist der höchste Punkt, da beginnt man und dann arbeitet man sich immer weiter und immer weiter in die Tiefe, bis es dann der Landeshauptmann ist. Ne? Das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Wie lange muss denn der stillhalten, der porträtiert, oder ist der gar nicht dabei, wenn Sie porträtieren? Der wird das nicht so lange aushalten. Also das mache ich mit dem Foto. Also, ja. Bei den Männern geht es mit dem Foto, aber die Frauen müssen bei mir im Modell sitzen. Ne? Wie lange braucht man für so ein Porträt, zum Beispiel wie den Landeshauptmann? Ja, da beim Porträt, also das Porträt allein zum Beispiel, muss man rechnen, so 40 Stunden, 50 Stunden, aber der ganze Fassboden, der kommt auf 150 Stunden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Holzschnitzer zu werden? Ja, das war eigentlich eine Situation bei der Musikkapelle, ich bin bei der Musikkapelle St. Peter am Ottersbach und da hat man mich beauftragt, ich soll einen Flügelhornspieler in einen Fass schnitzen. Und der Musikkollege habe ich mich einfach konzentriert auf ihn und schon durch die Gedanken hat er ihm ähnlich geschaut. Ne? Und dann habe ich noch ein Foto zur Hilfe genommen und das war das erste Porträt dann. Ne? Wie weit in der Welt sind Sie bekannt? Vor allem einmal in der Steiermark und in Österreich und einzelne Stücke sind dann schon nach Deutschland oder nach Amerika gegangen. Ne? Also, wir haben Siegfried von Roy geschnitzt zum Beispiel und auch so private Fässer sind nach Argentinien zum Beispiel gegangen und auch in die USA auch. Er nennt seine Porträts auch liebevoll Gesichtsoperationen. Was besonders beeindruckt, ist seine Detailgenauigkeit.
So müssen zum Beispiel in mühevoller Arbeit sogar Bartstoppeln reliefartig werden. Das ist typisch für diesen Menschen und dann müssen die Bartstoppeln auch da sein, ne? Also beim Porträt dann. Ne? Das ist, weil der hat seinen 3-Tage-Bart und den hat er schon ewig und es ist wichtig, dass das auf dem Porträt dann auch drauf ist. Sehr umfangreich ist seine sogenannte Ahnengalerie. Der Betrachter muss auf einen Blick erkennen, welche Person er vor sich hat. Das ist das Wichtigste vor allem, dass man, wenn man hinschaut bei einem Porträt, dass man den Menschen erkennt, dass man die Miene erwischt. Es kann gar nicht immer alles ganz genau dort sein, wie es auf dem Foto ist, jedes einzelne Detail, sondern wenn man hinsieht, muss man die Miene von den Menschen erkennen und den Menschen erkennen, das ist das Wichtigste. Rund 50 Arbeiten verlassen pro Jahr die knapp 50 Quadratmeter große, zwischen Obstplantagen und Wiesen versteckte Werkstatt. Seit 100 Tagen sind Sie im Amt, die Regierungsmitglieder der SPÖ in der Landesregierung. Grund genug, im Presseclub in der Grazer Bürgergasse Bilanz zu ziehen. In der Grazer Bürgergasse präsentierten sich die neuen Regierungsmitglieder des SPÖ-Regierungsteams. Motto: Nach den ersten 100 Tagen im Amt. Dieser Begriff ist wohl der meiststrapazierte Unsinn. Es gibt für Politiker keine 100 Tage Schonfrist für ihre Tätigkeit. Ja, vielleicht ist es nicht einmal ein Tag, wie das Beispiel der neuen Landesrätin für Soziales zeigt. Denn schon am ersten Tag wurde sie vom Sog der Asyl- und Flüchtlingswelle erfasst. Und sofort wurde Handlungsbedarf erwartet. Sie haben recht, es gibt Ängste, es gibt Sorgen, aber das ist nicht die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Die überwiegende Mehrheit der Steirerinnen und Steirer sind hilfsbereit, sind bereit, diese Menschen aufzunehmen. Es gibt da oder dort diffuse Ängste. Das ist vielleicht auch das Neue, das mich unsicher macht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, sobald es zum direkten Kontakt kommt zwischen Menschen, die hier sind, zwischen Menschen, die zu uns kommen, wenn ich die Möglichkeit habe, Familien kennenzulernen, deren Geschichten zu hören, was sie Schreckliches erlebt haben, dann sind diese Ängste ganz schnell verflogen. Und deswegen pflegen wir, wie wir sagen, den steirischen Weg, wo wir versuchen, in kleineren Einheiten diese Menschen bei uns unterzubringen, um so eine wirkliche Integration zu ermöglichen. Hoffentlich ist Ihr Optimismus gerechtfertigt. Sicher kein leichtes Amt, denn neben dem Flüchtlingsproblem, dem Asylproblem, gibt es ja auch noch andere soziale Probleme in unserem Land. Viele Menschen leben an der Armutsgrenze. Wie kann man das beheben? Das ist ein Thema, das Sie wirklich zu Recht ansprechen und die aus meiner Sicht nach wie vor zu hohen Arbeitslosenraten sind ein Thema, wo wir jeden Tag etwas tun müssen dagegen. Wir versuchen über Beschäftigungsmaßnahmen gezielt diese Personen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und wir haben, was mir ein wirkliches Anliegen ist, es muss wieder möglich sein, wenn ich einer Arbeit nachgehe, dass ich davon auch leben kann. Und Sie kennen dieses, ich kenne leider kein besseres Wort dafür, diese Working Poor. Und das ist etwas, eine Situation, wo ich mir denke, das kann in Österreich nicht sein. Wenn ich einer Beschäftigung nachgehe, muss ich auch davon leben können. Und darum ist es wichtig, dass wir alles tun, um wieder zu einer gewissen Entlastung am Arbeitsmarkt zu kommen, gemeinsam mit den Unternehmern. Neu in der Regierung ist auch der bisherige EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried. Seine neuen Aufgaben sind vielfältig. Ja, man fragt sich am Ende vielleicht zu belastend. Jedes Ressort hat seine Lobby, aber das müsste Leichtfried ja von Brüssel gewöhnt sein. Naja, freilich gibt es überall Lobbys und es ist auch so, dass es nicht mehr so ist, dass man 100 Tage nichts machen braucht und sich nur einliest. Da hat man eine halbe Stunde Zeit. Aber ich bin froh, ich bin ja vielen dieser Dingen recht erfahren. Ich habe eine juristische Ausbildung, die hilft bei Dingen auch, die eben juristischer Art und Weise zu lösen sind. Also ich glaube, da komme ich schon zurecht. Welche Themen, die derzeit anstehen, werden Sie als nächstes angehen? Welche Themen haben Priorität? Naja, Priorität hat öffentlicher Verkehr, wenn wir den Verkehrsbereich jetzt einmal anschauen. Verkehrssicherheit, das werden zwei Themen sein, die mich jetzt längere Zeit beschäftigen werden. Wenn man Umwelt-Naturschutz nimmt, haben wir die Klimastrategie, aber auch die Frage, wie können wir unseren Nachfolgern Gebiete zur Verfügung stellen, die so sind, wie sie immer waren. Also wilde Natur, das ist auch ein ganz interessantes Problem. Im Bereich Sport das Förderungsmodell so umzustellen, dass es ein bisschen besser funktioniert, dass es den Bedürfnissen besser entgegenkommt. Und Tierschutz wäre schön, wenn die Steiermark ein Tierschutzmusterland werden würde. Das sind so die Dinge, die ich versuchen möchte umzusetzen. Die dritte im Bunde im Steirischen Presseclub war die neue Bildungsreferentin. Das Bildungswesen in ganz Österreich mit Fokus auf die Steiermark liegt da und dort noch im Bereich Verbesserungswürdigkeit.
Es gibt kein leichtes Ressort. Es hat jeder eine Herausforderung zu bewältigen in seinem oder in ihrem Bereich. Nachdem wir ja alle mit Schule konfrontiert waren, ja, und jeder mal sozusagen die Schulbank gedrückt hat, wissen wir, dass es einfach dort zu Konflikten kommt, ja, und dass die Spannungen, ja, in einer Zeit, wo die Schnelligkeit vielfach dominiert, ja, wo wir uns wenig Zeit nehmen zum Diskutieren, zum Nachdenken, zum Erklären, ja, dass dort die Brennpunkte noch ein bisschen mehr werden, als sie vielleicht vor 20 oder vor 40 Jahren waren. Das ist, glaube ich, liegt auch in der Sache. Ja. Aber die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden, die Art und Weise, wie wir Eltern brauchen in der Unterstützung der Kinder in ihrem Schulalltag, ja, das ist etwas, was wir immer schon gekannt haben. Integration, ein schwieriges Problem? Kein schwieriges Problem, wird tagtäglich gelebt. Ja. Integration umfasst ja viele Bereiche. Ja. Und die Steiermark ist ja eigentlich ein Vorreiterland, Bildungsland, ja, mit Integration. Das hat ja seinerzeit in Karlsdorf begonnen, wo wirklich behinderte Kinder in den Regelschulbereich integriert worden sind. Und wir reden heute ja teilweise nicht mehr von Integration, sondern von Inklusion, ja, das ja noch weitergehend ist und Schule auch für das gewappnet sein muss. Das Ranking der Bildungsskala deutet auf jeden Fall auf Bemühung um Besserplatzierung hin. Es wird sicher so sein, dass man nach geraumer Zeit wieder Gelegenheit haben wird, über Fortschritte oder auch Nicht-Fortschritte zu informieren. Lange Zeit war er Pfarrer in Bruck an der Mur. Dann zog es ihn nach Graz und heuer wurde er der neue Bischof der Steiermark. Wilhelm Krautwaschl, ein Bischof für die Menschen, besuchte vor kurzem das Pfarrfest in Bruck an der Mur. Es war etwas ganz Besonderes, das Pfarrfest am 6. September in Bruck an der Mur. Es war nicht nur der feierliche Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, es war die Auszeichnung des steirischen Bischofs Wilhelm Krautwaschl, bei diesem Pfarrfest 2015 mit dabei zu sein. Nicht nur aus Sicht der Kirchengemeinschaft, sondern auch aus Sicht der Stadt Bruck an der Mur ein besonderes Ereignis. Es ist wirklich was ganz Besonderes, wenn ein Bischof sich die Zeit nimmt und zu einem Pfarrfest kommt. Und Willi Krautwaschl ist ja mit unserer Pfarre, mit unserer Stadt ja sehr eng verbunden. Er hat hier über viele Jahre gewirkt als Pfarrer und als Propst und ist auch jetzt gerne wieder auch in seiner neuen Aufgabe als Bischof zurückgekommen. Und er hat sich auch nicht verändert. Er ist ein Bischof, der auf Menschen zugeht, der Herzlichkeit ausstrahlt und Menschlichkeit ausstrahlt. Und wir sind sehr stolz, auch ein bisschen Bischofsstadt damit sein zu können. Ja, am Tag seiner Ernennung haben wir kurz am Abend telefoniert und habe ich gesagt, weißt du noch? Und er hat gesagt, ich weiß das. Wenn Bischof Egon noch keinen Termin am 6. September hat, komme ich. Und am Tag darauf kam ein E-Mail, sagt er, alles in Ordnung, ich komme. Und das ist für uns natürlich eine große Freude und auch eine Auszeichnung. Für den Bischof der Menschen, wie Wilhelm Krautwaschl jetzt schon genannt wird, hat sich doch einiges geändert. So gesehen war es sicher eine gute Gelegenheit, an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückzukehren. Es ist schon ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Pfarrer zu sein ist eine wirklich schöne Aufgabe. Als Bischof sein muss ich mich erst gewöhnen. Aber nein, es ist schon schön, wieder Leute, mit denen du Zeit deines Lebens verbracht hast, wiederzusehen und dann auch schön zu sehen, junge Leute, die dazugewachsen sind. Jetzt weiß man ja, dass ein Bischof nicht mehr so viel Zeit hat. Sie werden aber trotzdem als der Bischof des Volkes bezeichnet bereits. Ist das Ihre Nähe zu den Leuten, zu den Menschen? Ich hoffe, dass ich das habe. Also ich kann von mir jedenfalls sagen, dass das nicht gespült ist oder sonst irgendwas, sondern es bin halt ich. Ich kann natürlich bei Weitem die Erwartungen, die da auch damit verbunden sind, nicht einlösen. Ich bin eben kein Wunderwutze, wie ich anfangs schon gesagt habe einmal. Aber es, Kirche geht mit den Menschen und daher geht es um die Menschen. Ja. Ich erinnere mich an ein Interview an einem Weihnachtsabend in 89.6, vor fast 15 Jahren jetzt schon. Da hast du mal gesagt, die Menschen sind so etwas, denen muss man Liebe schenken. Dann kommt Liebe auch zurück. Ist das auch in der heutigen Zeit noch so ein Ausspruch, den du sofort wieder unterstreichen würdest? Ich würde den wieder unterstreichen, ja. Weil das ist das Innerste. Ich würde fast sagen, die Liebe ist die DNA des Menschseins.
Es braucht nur manchmal, dass wir das wieder lernen, weil das durch vieles zugedeckt ist und durch viele Fragestellungen, die sich uns stellen, oft einem auch nicht einfach gemacht wird. Aber im Grunde genommen ist es so. Dann danke ich für das Interview, wünsche noch viel Erfolg, sofern man viel Erfolg wünschen kann in so einer Situation, und bleiben Sie so menschlich, wie Sie sind. Danke und allen viel Segen. Mensch sein und vor allem Mensch bleiben war immer Anliegen des jetzigen Bischofs. Die Heilige Messe in Bruck an der Mur war ein Zeichen dafür, wie nah man den Menschen sein kann. Das Pfarrfest in Bruck hatte mit dem Besuch des steirischen Bischofs nicht nur eine besondere Aufwertung erfahren, sondern ist auch bei vielen Menschen und Gläubigen eine gute Gelegenheit gewesen, sich mit dem steirischen Diözesanbischof zu unterhalten. Schön, dass Sie da waren, Herr Bischof. Jeden Mittwoch von 11 bis 14 Uhr grillen im SC-Treff. Ob Koteletts, Würstel, gegrilltes Gemüse, selbstgemachte Soßen oder erfrischende Salate. Genießen Sie köstliche Spezialitäten frisch vom Grill. Mittwoch ist Grilltag im SC-Treff. Lassen Sie sich vom Team des SC-Treff kulinarisch verwöhnen. Immer am Mittwoch von 11 bis 14 Uhr. Was haben wir doch unseren Vorfahren in der sakralen Baukunst zu verdanken? Armselig würden wir dastehen. Umso bemerkenswerter ist die Initiative einer 150-Seelen-Gemeinde. Die alte Kapelle ist baufällig, kann also von den Gläubigen nicht mehr benutzt werden. Die nächste Kirche liegt weit ab. Und so entstand die Idee, den Dorfbewohnern eine Kapelle zu errichten, die neben der alten ihren Platz hat und dem Leben der Dorfgemeinschaft einen tiefen Sinn vermittelt. Ja, die Dorfgemeinschaft von Manning hat sich entschlossen, eine neue Kapelle zu bauen, nachdem die alte, die jetzt ja vorhanden ist, aber ursprünglich ja keine Kapelle war. Das war ein Rüsthaus, und nur damit man für die Glocke, nachdem beim neuen Rüsthaus eine Sirene eingebaut wurde, damit man für die Glocke einen Platz hat, wurde sie umfunktioniert als Kapelle. Und die ist jetzt so baufällig, dass eine Restauration sich nicht mehr lohnen würde. Und Sie warten jetzt nicht auf die großen Gelder von Land und Stadt, sondern Sie sind selbstinitiativ geworden. Ja, wir sind selbstinitiativ geworden und haben jahrelang schon an Plänen gearbeitet, eine Kapelle zu machen. Das Grundstück haben wir von Nachbarn gratis bekommen. Und jetzt ist es gelungen, mit der Frau Dautermann eine Künstlerin zu finden, die ein modernes,
für die heutige Zeit passendes Werk gestaltet hat und die Jugend ist begeistert dabei und wir wollen das umsetzen. Zu der Idee der Neuerrichtung dieser Kapelle kommt noch, dass die Kapelle Manning im Bezirk Feldbach als ein zeitgenössisches und ortsbildprägendes Glaubensgebäude errichtet wird. Besonders erfreulich, dass sich eine anerkannte Künstlerin in den Dienst dieser wunderbaren Idee gestellt hat und dieses Kleinod entworfen hat. Und zwar wollte die Dorfgemeinschaft bewusst eine neue Kapelle bauen, also auch eine zeitgemäße in der Architektur. Und ich habe mir ein Boot zum Vorbild genommen, das Boot abstrahiert und der Grundriss ist sozusagen eine Bootsform. Was sagt die Dorfgemeinde dazu, zu dieser Idee? Ja, erstaunlicherweise gab es überhaupt keine Kritik, sondern ganz reges Interesse und die moderne Architektur stoßt hier auf keinerlei Widerstand. Modern ist ja nicht immer schlecht. Nein, im Gegenteil, wir müssen ja auch aus unserer Zeit heraus neue Gebäude setzen, ein Zeichen setzen, dass sich etwas weiterentwickelt. Kulturgüter entstehen zu jeder Zeit und sollen natürlich auch jetzt entstehen. Dann ist zu hoffen, dass Ihr Beispiel Schule macht. Ja, das wäre zu hoffen, nicht nur meines, sondern das dieser Dorfgemeinschaft. Diese Kapelle wird ausschließlich mit Eigenmitteln der Dorfbewohner und von Freunden errichtet. Sie soll Begegnungsstätte auch für viele Gläubige aus dem ganzen Land sein. Wenn die Verkaufspreise gerade einmal die Produktionskosten abdecken, kann etwas nicht stimmen. So seit einiger Zeit bei der Bauernschaft. Jetzt fordern diese faire Preise für ihre qualitativ hochwertigen Produkte und appellieren an die Konsumenten, doch mehr einheimische Produkte zu kaufen. Ein Wunsch, der wohl schwer erfüllbar ist. Faire Preise sind zurzeit ein Diskussionsthema der Bauernschaft. Die Grundpreise decken oft nicht einmal die Produktionskosten ab. Dem will man jetzt von Seiten der Bäuerinnen und Bauern entgegenwirken. Ja, wir wollen unbedingt haben, dass der Bauernanteil an den Produkten eben erhöht wird, dass wir wieder gerechte Preise haben, zu denen man mit vernünftigen eben kalkulieren und auch produzieren kann. Der Anteil der Bauernschaft ist ja in Österreich sehr groß. Man müsste mal geistig jetzt wegdenken, wenn es die Bauern nicht gäbe, dann gäbe es einige Dinge ebenfalls nicht. Es würde die ganze Nahversorgung ganz schlecht ausschauen. Aber ganz wichtig ist auch die Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich, die dann wegfallen würden. 9 Gründe werden angeführt, warum die Steiermark ihre Bäuerinnen und Bauern braucht. Neben dem gepflegten Lebensraum, den menschlichen Werten, dem kulturellen Leben ist der Wirtschaftsfaktor nicht wegzuleugnen. Und dazu gehören auch die fairen Preise für qualitativ hochwertige Produkte. Wir haben die Kennzeichnungspflicht, also es gibt das AMA-Gütesiegel und da kann man sich zu 100% verlassen als Konsument, dass das Schwein in Österreich gefüttert, geschlachtet und verarbeitet worden ist. Also das ist einmal das sicherste Zeichen, wo ich überzeugt bin, dass die Qualität stimmt. Ein Vergleich wird auch immer gezogen mit den Großmärkten. Die Großmärkte machen Aktionen, die dann letztendlich auch auf den Negativpreis, muss man sagen, der Bauernschaft zurückfällt. Kann man hier Bewegung schaffen, indem man die Randprodukte oder eben diese Nischenprodukte besser bewirbt und auch von der Bauernschaft her besser in die Auslage stellt? Naja, es gibt ja zum Beispiel das Biofleisch. Und ich glaube, das ist auch etwas, das was sicher seinen guten Preis hat. Aber es kann nicht jeder Biobauer sein, das ist natürlich auch klar. Andere, wie schon angesprochen, das Almofleisch. Und ich glaube auch, das hat immer seinen guten Preis. Aber natürlich die Masse ist normal erzeugtes Fleisch. Und da hofft man halt vom Handel, dass er da das nicht so unterbewertet. Weil es ist genauso geprüft und qualitativ hochwertiges Fleisch. Und das darf nicht unter dem Wert verkauft werden. Den ländlichen Raum in Zukunft zu erhalten, geht nur mit der Bauernschaft. Rund 38.000 Bauernfamilien in der Steiermark versorgen die Steirerinnen und Steirer mit Lebensmitteln von höchster Qualität. Und hierfür soll es auch faire Preise geben. Ja, die fairen Preise braucht die Landwirtschaft und der Bauer, damit wir unsere Landwirtschaften erhalten können. Derzeit haben wir leider eine Preissituation, die so niedrig ist, dass es unmöglich ist, eine Landwirtschaft so zu erhalten, wie sie jetzt ist. Wir brauchen eigentlich Nebeneinkommen und Nebenverdienste, damit sich das Rad in der Landwirtschaft dreht. Und ich glaube, es ist aber nicht Sinn und Zweck, dass der Bauer arbeiten gehen muss, damit er daheim die Landwirtschaft weiterführen kann oder auch so verstärkt in den Wald eingreifen muss, damit er zu Hause weiterhin die Haltung betreiben kann.
Am kommenden Samstag soll es jetzt eine Protestkundgebung am Brucker Hauptplatz geben, auf der die Bauernschaft auf dieses Problem aufmerksam machen möchte. Die Abschlusskundgebung, die findet dann in Graz statt. »14 Tage Pause in der ersten Liga. Zeit, um sich auf die kommenden schweren Spiele in der sogenannten Länderspielpause vorzubereiten. Wir haben das Training bei den Kapfenberger Falken besucht.« Die KSV 1919 Fußballer befinden sich in der Länderspielpause. Nun können die Kicker ein wenig verschnaufen und man kann die Klagenfurt-Niederlage aufarbeiten, sich gezielt auf die nächsten Spiele vorbereiten. Da geht's ja Schlag auf Schlag. Am Freitag, den 11. September, gibt's das Heimspiel gegen den LASK. Ein absoluter Kracher. Spielbeginn 20.30 Uhr. Dann geht's am Dienstag zum Aufsteiger Austria Salzburg und darauffolgend am Freitag, den 18. September, kommt Tabellenführer Wacker Innsbruck ins Franz-Fekkerde-Stadion. Spielbeginn abermals 20.30 Uhr. Diese drei Spiele sind richtungsweisend. Da wird man sehen, wo man sich in der Tabelle einpendelt. Ganz vorne oder im Mittelfeld. Ja, es ist einfach so, wir haben das aufarbeitet. Wir haben das im Video, wir haben Analyse gemacht und alles. Wir haben das besprochen. Wir waren auch ein Spieler weniger. Natürlich haben sie dann ein bisschen ein leichteres Spiel gehabt. Wir haben trotzdem probiert noch, dass wir das Tor noch machen zum 3-2. Das ist uns leider nicht gelungen. Dann haben wir es 4-1 kriegt und natürlich ist man dann offen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir frisch einbringen und so. Und man sieht jetzt eh, jetzt haben wir einen kleinen Kader, aber viele von uns ja bei den Amateuren auch mitspielen, weil es auch wichtig für uns ist, dass wir da Punkte machen. Ja, es geht einfach so, dass wir aggressiv auftreten und deswegen trainieren wir das jetzt die ganze Woche. Und ja, und dann kann der Last kommen. Es wird sicher ein ganz schweres Spiel, aber wir freuen uns auf solche Spiele. Man liegt jetzt da 3 Punkte hinter den ersten. Das ist ja nicht schlecht, muss man sagen, nach 7 gespielten Runden. Aber die nächsten 3 Spiele, das sind ja sehr schwere Spiele. Da ist einmal der LASK da, Salzburg auswärts, dann am Dienstag darauf folgend und am Freitag dann Innsbruck. Da wird man dann schauen, wo steht man. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der September ist sicher richtungsweisend. Wir haben da das Cup-Spiel auch noch in Wattens dazwischen. Wir spielen dann noch Wattens auswärts noch gegen Austria Luzern. Also wirklich schwierig, gell? Aber es ist einfach so, wir nehmen die Herausforderung an und ja, wir werden Gas geben und werden mal schauen, was rauskommt. Wie schaut es denn mit den Langzeitverletzten, mit Wendler und mit Dos Santos aus? Die werden ja sicher noch länger brauchen. Die brauchen sicher noch 1-2 Monate. Also die rechnen noch nicht so fix damit. Ja, aber so, die Mannschaft steht ja wirklich nicht so schlecht. Wenn man die Neuerwerbungen hernimmt, muss man zufrieden sein. Ich glaube, da hat man ganz gut einkauft. Ja, das war ganz wichtig und ich glaube einfach, man kann sich voll verlassen. Das ist das Wichtigste als Trainer. Ja, jetzt müssen wir wieder trainieren, Gas geben, dass wir gegen den LASK gewinnen. Und gegen den LASK braucht man Leute. Auf jeden Fall, das wünsche ich mir und ich hoffe, dass es auch, dass ein paar kommen werden und uns anfeiern. Das war wichtig für uns und ja, aber ich glaube auch, dass die Leute kommen werden. Sie haben gesehen, dass wir uns im Eine hauen. Okay, das war mein Ausrutscher mit einem weniger, aber ich glaube einfach, dass die Zuschauer sehen, dass wir einen ehrlichen Fußball spielen und geradlinigen Fußball spielen und ich hoffe, dass einmal 2000 kommen, weil von LASK werden auch sicher einige mitkommen, das ist sicher lässig zum Zuschauen und da werden wir sehen, was passieren wird. Christian, du freust dich schon auf die 3 schweren Spiele mit der KSV jetzt. Ja, erstes Spiel gegen LASK wird richtig schwer, aber ich hoffe zu Hause mit unseren Fans, dass wir wenigstens 1 Punkt holen, ja, wenn nicht sogar 3 Punkte. Wie bist du mit dem Start zufrieden? Auf Platz 4 liegt man 3 Punkte hinter dem ersten. Könnte auch ein bisschen besser auch sein. Ja, stimmt. Zum Beispiel gegen St. Pölten haben wir unnötig Punkte liegen lassen. Aber wir haben 13 Punkte. Eigentlich können wir zufrieden sein. Und gegen einen LASK muss man natürlich versuchen, vielleicht kann man zu 0 spielen. Genau, ja, wir müssen mal zu 0 spielen wieder. Wenn wir zu 0 spielen, haben wir wenigstens 1 Punkt. Ist ja so. Und ja, wir werden alles geben, hinten, dass wir gut stehen. Toshiro Yatsuzuka hat sich gut in die KSV-Mannschaft eingefügt. Und heute feiert der sympathische Japaner seinen Geburtstag. Ja, und die Hündin Lili ist fixer Bestandteil der großen KSV 1919-Familie. Und dir gefällt es sehr gut da bei der KSV? Ja, very good Mannschaft. Sehr gut. Ein gutes Stadion, gut Spieler, gut Trainer und gut Coach. Good, everything is very good. Ja, jetzt haben wir 3 schwere Spiele. LASK, dann Salzburg auswärts und Innsbruck zu Hause. We hope we must get 9 Punkte.
Mit dabei nach der abgesessenen Sperre Andreas Lasnik, ein absoluter Leistungsträger. Das Stimmungsbild zeigt auch wieder nach oben und die Falken setzen wieder zum Höhenflug an. Alles Gute! Träumen auch Sie von einer neuen Küche? Die neuen Küchen von Dann bieten eine Vielzahl von praktischen Features, die man einfach nicht mehr missen möchte. Küchenstudio Claudia, Dann Küchenspezialist in St. Marein-Lorenzen, direkt an der Bundesstraße, ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in der Hochsteiermark. Mein Name ist Andreas Trobers, seit gut mehr als einem halben Jahr neuer Geschäftsführer bzw. Inhaber von Küchenstudio Claudia. Ihr erster Ansprechpartner in Bezug auf Küche, Innenausstattung. Wir werden versuchen, Ihre Anliegen bestmöglich zu erfüllen. Ein junges, engagiertes Team ist bemüht, Ihre Wünsche und Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Wir arbeiten im Speziellen mit der Firma Dahn, also mit Dahn Küchen zusammen, weil wir das bestmögliche Preis-Leistungs-Angebot bieten können. Das Produkt Dann ist genial, weil es so vielseitig ist. Man kann von der einfachen Küche fürs kleine Portemonnaie bis zum Luxusmodell, das durchaus mit Designerküchen mithalten kann, aber wesentlich weniger kostet, variieren. Insbesondere zeichnet Dann Küche Made in Austria österreichische Qualität aus. Ist auch für uns sehr, sehr wichtig. Dadurch können wir auch eine nachhaltige Qualität für Sie anbieten. Viele technische Helferlein, die das Arbeiten in der Küche erleichtern, neueste Technik, die in einer modernen, zeitgemäßen Küche einfach nicht fehlen darf und das zu vernünftigen Preisen, zeichnen Dann besonders aus. Aber Küchenstudio Claudia ist auch fürs Thema Wohnen, sprich die gesamte Innenausstattung, ein kompetenter Partner, der mit seiner 3D-Planung Ihren Wohnbereich von A bis Z zeigen kann. Unsere Dienstleistung umfasst vom ausführlichen Erstgespräch, einer detaillierten Bedarfsanalyse bis hin zu einer maßgenauen 3D-Planung. Ein Gespräch vor Ort erleichtert die Planung und ist Teil eines Gesamtkonzepts. Was immer auch Sie in Ihrem Wohnbereich verändern oder neu gestalten wollen,
Küchenstudio Claudia in St. Marein, St. Lorenzen, möchte Sie gerne dabei von der Planung bis zur Fertigstellung unterstützen. Und jetzt Überraschung, Dann Küchen feiert 50-jähriges Jubiläum. Daher bis 30. September 2015 Jubiläumsangebote bis zu minus 55% nützen. Wasser ist das Element, mit dem sich das steirische Unternehmen Pro Aqua mit Standort Niklasdorf intensiv beschäftigt. In Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben hat man in mehrjähriger Technologieentwicklung ein Produkt mit Schwerpunkt Desinfektion bzw. Entkeimung von Trink-, Brauch- und Abwässern auf den Markt gebracht. Pro Aqua ist weltweit der einzige industrielle Produzent von bohrdotierten Diamantelektroden. Die patentierten Diamantelektroden werden in sogenannten Durchlaufzellen eingebaut, diese wiederum der entsprechenden Durchflussmenge angepasst. Pro Aqua produziert ausschließlich in Niklasdorf. Wir haben eine Exportquote derzeit von knapp 95%. Unsere Hauptmärkte sind die USA, Kanada, Schweiz und England. Die Diamantelektrode stellt die Kerntechnologie dar und funktioniert folgendermaßen. Werden die Diamantelektroden direkt mit Energie in Form von Gleichstrom versorgt, dann haben sie die Eigenschaft, dass an der Oberfläche Oxidationsmittel direkt aus dem Wasser heraus produziert werden, das heißt ohne Zugabe von Chemikalien. Und diese Oxidationsmittel sind dann dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Bakterien im Wasser abgetötet werden. Das hochqualifizierte Team des Unternehmens Pro Aqua in Niklasdorf ist aber bestrebt, weiters neue Produkte auf den Markt zu bringen. Mit unseren neuen Produkten, dem Aquariumfrischer und dem Rheinfrischer, möchten wir uns nun auch am heimischen Markt etablieren. Mit dem Aquariumfrischer ist ein Meilenstein der Wasserbehandlung in Aquarien gelungen. Das für Süßwasser entwickelte Produkt bewirkt ein klares und reines Aquariumwasser. Die Algenbildung wird unterbunden bzw. tritt nicht mehr auf. Auch das Pflanzenwachstum wird positiv beeinflusst. Das Herzstück des Aquariumfreshers ist eine Diamantelektrode, welche die technische Eigenschaft hat, direkt aus dem Aquariumwasser ohne Zugabe von Chemikalien oder anderen Hilfsmitteln aktiv Sauerstoff zu erzeugen. Der Aktivsauerstoff bewirkt eine ein- und freie Wasserqualität, definiert durch glasklares Wasser und stark reduzierte bis keine Algenbildung. In drei einfachen Schritten ist der Aquariumfrischer aktiv. Im ersten Schritt wird der Aquariumfrischer mit der Umpolung und dem Netzteil verbunden. Im zweiten Schritt wird der Aquariumfrischer im Aquarium positioniert, idealerweise dort, wo das Wasser von der Umwälzpumpe in das Aquarium zurückgeführt wird. Im dritten Schritt wird die Leistung des Aquariumfreshers direkt am Netzteil eingestellt. Die Aktivität des Aquariumfreshers ist nun durch feine Bläschen erkennbar. Je höher die Leistung, umso mehr Bläschen werden gebildet. Eine optimale Betriebsweise unterbindet die Algenbildung und sorgt für sauberes und klares Wasser. Und nicht zuletzt noch mehr Freude mit dem Aquarium. Gerhard Pfeiffer, seit 32 Jahren Aquaristiker und in der Rosseckerstraße Bruck an der Mur nicht zu übersehen, hat den Aquariumfrischer in Verwendung und seine Erfahrungen gibt er gerne an seine Kunden weiter. Für mich ist der Aquariumfrischer das innovativste Produkt der letzten 30 Jahre in der Aquaristik. Die Diamantelektrode löst den Sauerstoff aus dem Wasser und ich habe 5-mal mehr Sauerstoffsättigung wie in einem normalen Aquarium. Dies bewirkt,
dass das Wasser sofort klar wird und die Algenbildung unterdrückt. Und genau das ist der wunde Punkt unter Aquaristikern, denn das erfordert oftmaliges Reinigen. Außerdem erfreuen sich die Fische über sauerstoffreiches Wasser. Und ein glasklares Wasser machte auch den Anblick schöner. Der Aquariumfrescher von Pro Aqua in Nickersdorf produziert, macht's möglich. Wenn Sie noch mehr über die einzigartige und innovative bohrdotierte Diamantelektrodentechnologie sowie der gesamten Produktpalette der Pro Aqua Diamantelektrodenproduktion GmbH in Erfahrung bringen möchten, so verwenden Sie die eingeblendeten Internetadressen. Ab jetzt MEMA.TV auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/MEMA.TV. Wir warten auf eure Likes. Damit kommen wir zu unserem Sportstudio. Im Fußball zeigen wir Ihnen heute das Spiel Barschlug gegen Mariazell. Und es war keineswegs die Gmade Wiesen, die berühmte nämlich für die Barschluger. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Kia, ein Zeichen höchster Qualität. Der neue Sorento, jetzt noch perfekter, mit Allradtechnik aus Österreich, bei Huber Nickersdorf. Und Kia hat auch etwas zu feiern. Kia feiert heuer 20 Jahre in Österreich. Und aus diesem Grund gibt es für den Kia Rio, Kia Ceed und Kia Sportage ein umfangreiches 20-Jahre-Paket. Willkommen in der Welt von Kia. Bemerkenswert auch bei Kia unsere 7-Jahres-Garantie. Welche sich bis 150.000 Kilometer erstreckt und von den Kunden sehr gut angenommen wird natürlich. Kia Huber Nickersdorf. Informieren, anschauen, probefahren bei Huber Nickersdorf. Boah, wie ein Frierer. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein. Aber der Video verkracheleinander. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So, Frieder, jetzt das nicht geben. Gut, besser. Gösser Kracherl. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. In der Gebietsliga Mürz geht es an diesem Wochenende in die 4. Spielrunde und da trifft der Tabellenzweite SC Barschlug auf den Tabellenletzten auf Mariazell. Im Frühjahr gab es ja schon diese Partie in Barschlug, da gewannen die Heimischen mit 4:2. Die Barschluger sind auch gut in die Meisterschaft gestartet. 3 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden und bei Mariazell, da schaut es ganz schlecht aus. 3 Spiele, 0 Punkte. Und heute wird sowieso schwer. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Viele Meisterschaftsspiele mussten am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagt werden. Aber Barschlug zeigt sich wetterfest, zieht dieses Match durch und hat natürlich einen Dreier eingeplant.
Vor dem Match gibt es noch eine Ehrung zweier verdienter Paschlugspieler. Christian Repolusk und Werner Reitbauer spielen schon 20 Jahre für Paschlug. Dafür gibt es eine Ehrenurkunde. Dann geht's los. Paschlug spielt in Rot, der Schiri heute Selami Jasanica aus Graz. Paschlug startet gleich den ersten Angriff und holt einen Eckball heraus. Der Eckball bringt nichts ein. Und auf der Gegenseite vermurksen die Maria Zeller die erste Großchance. Das müsste für Paschlug ein Warnschuss sein. Wir blenden in Minute 11 und auf die Gegenseite. Paschlugs Rene Strewinger zündet den Turbo, setzt sich gut durch. Toller Stangelpass zur Mitte. Da ist Schober und drückt 1:1:0 für Paschlug. Ein Auftakt nach Maß. Paschlug verschärft den Druck, will mit dem zweiten Treffer nachlegen. Ein Jurisic-Freistoß aus gut 20 Metern verfehlt knapp das Ziel. Maria Zell kommt ganz selten in Paschlug-Tornähe. Aber nach einem Maria Zell-Ballgewinn wird Ofner gut eingesetzt, die Paschlug-Abwehr offen und Ofner trifft zum 1:1 Ausgleich für Maria Zell in Minute 26. Die Freude bei den Gästen riesengroß. Paschlug nicht geschockt, aber da sollte man schon mehr draus machen aus diesem Angriff. Das war nix. Kurz vor der Pause gibt's noch aus spitzem Winkel durch Schober einen Lattenschuss und die Maria Zeller kommen nach Paschlug Abwehrschnitzer zu einer hundertprozentigen Möglichkeit. Danis Michael scheitert an Ebner und das war's mit der ersten Spielhälfte. Mit dem 1:1 geht's in die Halbzeit. Aber ehrlich, so eine starke Gegenwehr der Maria Zeller haben sich die Paschluger nicht erwartet. Hast du Lust auf zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf? Ja. Ja, und ihr bleichte Fragen einpackt heute. Heute ist ja Ländermatch. Wer spielt denn da heute? Österreich gegen Moldawien. Um was geht's da? Um einen Aufstieg, dass wir zu EM fahren. Ja, und wir sind ja gut drauf. Wir sind ja Tabellenführer. Steirer sind da dabei heute. Kannst du ein paar aufzählen? Madl, Brödel, Sabitzer, Janusowitsch, Alma. Ja, ich hab gesehen, du weißt ja wirklich alles. Jetzt kriegst du wirklich die zwei Thermenkarten von Fonsdorf. Gratulation. Dankeschön. Paschlug muss sich nun in Hälfte 2 steigern, sonst wird's nichts mit dem eingeplanten Dreier. Strebinger trifft da ganz schlecht. Bei diesen Platzverhältnissen wird voll gefeitet, gekämpft um jeden Millimeter. Die Fans, die kommen auf ihre Kosten. Christoph Magerböck versucht's da mit gutem Schuss. Paschlug setzt sich darauf folgend wieder in Szene. Nach guter Jurisic-Aktion kann Rechberger den Jurisic-Schuss kurz abwehren, aber die Heimischen, die kommen da nicht ran an die Kugel. Rechberger, der Sieger im Gästetor. Michi Rechberger in Maria Zell gibt guten Rückhalt, macht seine Sache heute sehr gut. Die Maria Zeller starten in Minute 60 einen Konter. Paschlugs Abwehr ist nicht im Bilde und Martin Schmuck gelingt da das 2:1 für Maria Zell. Ist das eine Überraschung? Der Tabellenletzte Maria Zell bäumt sich da ganz schön auf. Schau, schau, ein nettes Bild, ein vierbeiniger Fan. Jetzt muss einfach von Paschlug mehr kommen. Strebinger wird da am Sturmlauf gehindert. Das gibt natürlich Gelb. Der Freistoß zu harmlos bringt nichts ein. Da wird's nun sehr ruppig. Solche Bilder wollen wir nicht sehen.
Ja, und das wäre natürlich eine rote gewesen. Paschluck versucht endlich mal zu kombinieren. Strebinger wird angespielt und kurz vor dem Strafraum gestoppt. Der darauffolgende Freistoß kein Problem für Rechberger im Zellgehäuse. Ganz knapp vor Spielschluss wird's turbulent. Mit Ballglück und Vorteil nach Foul vergeben die Mariazeller eine Top-Chance. Der Schuss aufs leere Tor bleibt in der Lake liegen. Der Schiri hat da den Vorteil gut erkannt. Da geht's nochmal um. Mariazell verteidigt mit Katz und Maus, bei Paschluck nun alles aufgerückt, man will die Niederlage verhindern. Aber warum haben die Paschlucker so spät reagiert? Die Mariazeller haben da bange Minuten zu überstehen. In der Nachspielzeit nach Paschluck Flankenball gibt's noch einen Gruber-Kopfball. Rechberger pariert diesen schweren Ball und rettet den Mariazell-Sensationssieg. Hängende Köpfe bei Paschluck. Nun liegt man schon 5 Punkte hinter Tabellenführer Obereich. Paschluck von Platz 2 mit der ersten Niederlage auf Platz 4 abgerutscht. Die Stimmen zum Spiel. Was war denn der Schlüssel zum Erfolg? Ich muss meiner Mannschaft einmal gratulieren. Sie haben heute gekämpft bis aufs Letzte. Wir waren hochmotiviert und ich habe es gekannt. Ich kenne meine Mannschaft vom Training her. Wir sind einfach besser gewesen als die letzten Resultate. Und heute haben wir vielleicht einmal das nötige Glück auch dazu gehabt. Aber ich muss sagen, wir haben Chancen rausgearbeitet. Wir hätten da was auf der Linie pick geblieben ist und alles. Ich kann nur meiner Mannschaft gratulieren. Und ich glaube, wenn wir so weiter, dann sind wir nicht alle ganz hinten. Es war heute wirklich eine kampfbetonte Partie auf schwierigen Boden. Ja, man hat es gesehen, die Verhältnisse waren aber für alle, für beide Mannschaften gleich. Aber ich glaube, wir haben es gut gelöst, auch mit unseren Spielern. Ich hätte auch mit zwei Stürmern angefangen, weil ich gesagt habe, wir müssen da auch Druck nach vorne machen. Und sie haben es sehr gut gemacht. Und ich kann nur meiner Truppe gratulieren, dass wir da gewonnen haben im Beschlag, das heißt schon was. 2-1 gegen den Tabellenletzten verloren im Heimspiel, das tut natürlich weh. Ja, die Niederlage schmerzt natürlich sehr, mit dem haben wir natürlich nicht gerechnet heute. Wir wollten heute den Sieg. Wir sind, glaube ich, von Anfang an mit der richtigen Einstellung eingegangen. Wir haben bis zum 1-0 eigentlich, waren wir aus meiner Sicht überlegen, haben das 1-0 ja wunderschön rausgespielt und dann ist irgendwie der Faden gerissen. Also das, ich weiß nicht warum, das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Es hat dann einfach nichts mehr zusammengepasst auf gut Deutsch. Jetzt liegt man ja 5 Punkte hinter Obereich. Man will ja Meister werden, aber man legt noch alles ins Zeug, dass man da wieder zubekommt. Ja, aufgeben tun wir deswegen überhaupt nicht. Es ist natürlich, wie gesagt, die Niederlage schmerzlich. War auch nicht notwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Nur das Ziel bleibt das nach wie vor das Gleiche. Das Ziel ist der Aufstieg und an dem werden wir arbeiten und da werden wir weiterkämpfen. Und nächste Woche schaut das Leben wieder anders aus.15 Jahre waren die Brucker Handballer nicht mehr in der obersten Spielklasse vertreten. Heuer haben sie den Wiederaufstieg geschafft. Leicht wird es aber nicht für die Bullen. Das bewies auch die Heimpartie gegen den oftmaligen österreichischen Meister Bregenz Handball. Handball live hieß es am 5. September in der Brucker Sporthalle. Der Andrang zum ersten HLA-Heimspiel seit 15 Jahren war groß. Mit Bregenz kam aber der oftmalige österreichische Meister in die Kornmesserstadt. Einige spekulierten mit einer Überraschung, doch die Bregenzer ließen bereits in den ersten Minuten keinen Zweifel aufkommen, wer Herr im Hause ist. Ich muss die Bregenz gratulieren, sie haben heute eine kompakte, gute Leistung gebracht. So wie in Abwehr, genauso in zweiter Welle und in Abwehr. Wir haben nicht einen guten Tag erwischt, haben probiert, aber gegen so einen starke Gegner haben wir nie geschafft. Die Bregenzer lagen dank einer guten Leistung und vor allem durch schnelle Konter gleich einmal mit 9:3 in Führung und diktierten das Spiel. Vor allem Neuerwerbung Espen Lee Hansen konnte von den Bruckern nicht neutralisiert werden. Und auch in der Rückwärtsbewegung hatte man Probleme und ermöglichte Bregenz damit recht leichte Tore.
Das ist die Halle A, wo wir sollen konsequent spielen, 100% konsequent. Nicht, haben wir nicht Zeit, nach dem Tor zu freuen, sondern zurücklaufen. Und das die Burschen, die wissen, wir probieren bei Training, ist noch langes Weg bei uns, wir müssen noch viel trainieren. Und dass wir spielen noch ein besseres Spiel gegen so einen starken Gegner. Ende der ersten Halbzeit dann noch eine Aufholjagd der Bullen. Angeführt vom Ex-Bregenzer Ivan Dimitrievich kamen die Brucker kurzfristig auf ein Tor heran. Zur Pause führten die Bregenz aber wieder mit 19-14. Respekt vor Bregenz, Gratulation. Ist natürlich jetzt ein Gegner, wo wir wissen, sie sind schon stärker als wir. Bin trotzdem zufrieden mit der Mannschaft, sie haben brav gekämpft. Und wir werden weiterhin an uns glauben, ganz klar. Und Erfahrung sammeln. Ja. In der zweiten Halbzeit kämpften die Brucker zwar bis zum Umfallen, konnten aber einen kontinuierlichen 8-Tore-Vorsprung der Vorarlberger nicht verhindern. Bruck ist jetzt eindeutig in einer Lernphase in der HLA, aber es ist noch immer Luft nach oben. Es geht darum, für jedes Spiel besser zu werden, vor allem in der Abwehr waren wir heute nicht so, wie wir es uns vorstellen, wie Sie schon angesprochen haben, zu langsam in der Rückwärtsbewegung und zu viele einfache Tore für Bregenz. Schade, das ist natürlich auch Erfahrungssache. Aber bin zuversichtlich, dass wir uns Spiel für Spiel weiterentwickeln. Bruck zeigte Kampfgeist, verliert aber trotzdem gegen den oftmaligen Meister mit 37-29. Aber gerade aus solchen Spielen kann man für die Zukunft was mitnehmen. Was kann man mitnehmen? Man sieht, wo man hin kann und wo man hin sollte. Und ja, also von dem Spiel kann man nur ja, mitnehmen, dass wir mehr trainieren müssen, dass wir das Tempo erhöhen müssen, dass wir härter trainieren müssen, ja, und dann schauen wir, ob wir mit solcher Mannschaft in Zukunft dann mithalten können. Gesamt gesehen ein tolles Spiel. Best Players of the Game wurde bei den Bregenzern die Nummer 11 Bojan Beljanski und bei den Bulls die Nummer 71 Ivan Dimitrievich. Der Ex-Bregenzer erzielte immerhin 10 Treffer in diesem Spiel. Trotz der Niederlage ist man guter Dinge im Bullenlager in den nächsten Spielen mit dem einen oder anderen Punkt in der HLA anzuschreiben. Wir wünschen es den Burschen. Der Weg zu Reifen Edler, Bruck an der Mur, lohnt sich immer, sei es für neue Sommer- oder Winterreifen oder in die Kfz-Werkstätte. Reifen Edler bietet laufend Angebote, die Sie unbedingt nützen sollten. Ihr Auto würde zu Reifen Edler fahren, da bin ich mir sicher. Da macht dir das Reinemachen richtig Spaß. Wie einfach das geht! So flott war ich noch nie, da bin ich ja im Nu fertig. Das kaufe ich mir bei Hayek in Kapfenberg, na klar. Das war wieder unsere Sendung Panorama für diese Woche. Alle Sendungen finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite www.mematv.com, auf Facebook oder auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.